Oh, die Musik habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Erinnert sich noch jemand an diese Musik? Oh, das waren noch Zeiten. Oh, da kommt mir so leichtes Pipi in den Augen, das gibt's nicht. Ich bin ja jetzt schon so lange auf YouTube unterwegs, dass mir eigentlich gar nicht so bewusst war, wie schnell eigentlich die Zeit vergangen ist. Und es ist schon erstaunlich, was sich wirklich alles getan hat, wie ich damals angefangen habe, was ich heute bin. Es ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Und mit dieser Musik, da habe ich ja damals bei den ersten Minecraft-Folgen immer so ein kleines Intro gemacht, weil ich da die Thumbnails noch nicht machen konnte. Und das war ziemlich viel Arbeit für die damalige Zeit. Da hatte ich natürlich noch nicht das Equipment, wie ich es heute habe. Heute mache ich das ja alles ein bisschen anders. Und das ist schon krass, wie sich das alles verändert hat. Aber ich muss echt sagen, es macht mir heute immer noch sehr viel Spaß, auch wenn es manchmal halt zeitlich leider nicht so passt. Aber ihr seht ja, ich bin immer noch da und ich werde auch irgendwie immer versuchen, da zu sein. Jetzt, das war die Musik. Ach ja, ist das schön. Wenn man so zurückdenkt, ist das wirklich eine schöne Zeit früher gewesen. Aber man hatte natürlich auch gleich am Anfang erstmal mit Hatern zu kämpfen. Weil, ja, man ist halt nicht gleich am Anfang perfekt. Ich bin es auch heute noch nicht. Weil ich auch immer noch sehr gut failen kann und auch manchmal total ungeplant hier durchziehe. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis das da wächst. Und da habe ich gleich am Anfang mit Hatern zu tun gehabt. Skyrim war ja mein erstes Let's Play, was ich damals gemacht habe. Ich bin da auch schon fast dran gewesen, wieder ein Replay davon zu machen. Weil das muss man einfach nochmal aufleben lassen, das Ganze. Und vielleicht auch durchspielen. Gleich erstmal übertreiben. Jetzt werden wir erstmal die Kühe da draußen füttern. Aber das mit den Hatern, das hat mich damals schon sehr getroffen. Heute ist das so. Ach, pff, lass sie doch reden. Heute bin ich da schmerzfrei in der Hinsicht. Weil jeder denkt anders über die Menschen und ich finde es halt immer krass, wenn dann plötzlich so Sachen kommen, weil ich würde noch nicht mal auf die Idee kommen, eigentlich so einen Kommentar zu verfassen, ne? Und das finde ich schon echt krass teilweise, was dann so für Hater-Kommentare bei manchen YouTubern auch stehen. Die versuchen natürlich immer das Beste rauszumachen, manche YouTuber. Manche übertreiben natürlich auch grenzlos, aber maßlos, nicht grenzlos. Aber ich schreibe da nichts drunter in diesen Sachen. Also da bin ich auch der falsche Mensch, glaube ich, für. Aber ich verstehe dann manchmal solche Sachen nicht. Das sind immer die, die halt unzufrieden mit ihrem Leben sind. Die müssen dann erstmal ihren Frust an den anderen Menschen auslassen. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Ich habe mir letztes Mal, was war es denn? Das war ein relativ junger YouTuber noch. Also der war vielleicht 14. Wenn, ja, muss irgendwie so mit 14 gewesen sein. Und der hat sich halt versucht mit Let's Plays. Es kam von vielen, kam was Positives natürlich. Aber es kam dann auch vereinzelt diese YouTube-Kommentare. Also diese Hater wieder. Und ich fand das dann auch schon krass, wie dann sich das entwickelt hat. Weil da wurden dann sogar, also die Kommentare, die das jetzt gut gemeint haben, dann sind die auch wieder eingesprungen und haben die dann erstmal zurechtgefaltet. Also, wenn man so eine Community hat, ne, das ist dann wirklich das Krasseste dann schon. Vor allem in so einem jungen Alter. Ich hab ja damals mit was habe ich denn angefangen? Uah! Hey! Wie alt war ich denn, als ich angefangen habe mit YouTube? Oh, haut ab! Ich glaube, das erste Mal richtig aufmerksam auf YouTube wurde ich.
glaube, ich war auch 14 anfangs. Dann habe ich mich halt probiert. Das ist dann aber gleich wieder gelöscht worden. Dann habe ich mir ein paar Jahre Zeit gelassen. Also ich muss mindestens 15 gewesen sein. 6 Jahre. Boah. Krass. Und ich bin immer noch hier. Hey! Bling, Daumen hoch. Die Kartoffel möchte ich gerne einpflanzen. Ich brauche noch eine Hoe. Und es wird gerade Nacht. Moment, habe ich nicht noch die Holzhacke irgendwo? Holzhacke, Holzhacke. Ich falle auf die Arschbacke. Ach, was soll's. Mache ich halt eine aus Holz. Auch wenn die nicht viel aushält, aber eine Holz... Also ich sehe bei den Hacken... Da ist es eigentlich egal, weil für was man sich entscheidet. Die Holzhacke ist natürlich relativ schnell wieder kaputt, aber... Nun ja. Wie wäre es eigentlich mal, wenn wir das Feld da hinten weiterbauen? Das wäre auch noch so eine Idee. Die könnten wir ja mal versuchen, so leicht zu automatisieren. Also das Feld. Oh, warum juckt denn das jetzt? Hab doch erst Haare gewaschen heute. Ach, es geht, gleich geht die Sonne unter. Gut, dann können wir das noch kurz abwarten. Derzeit plane ich, was wir machen möchten. Ich möchte mich ja mit Witchery etwas beschäftigen. Wir können hier nämlich auch solche schönen Talismänner machen. Wofür die im Moment gut sind, weiß ich noch nicht. Ich werde ganz, ganz einfach einsteigen. Vielleicht kannst du mir das ja erklären. Terra, hast du die Uhr geschaut? Hast du die Uhr geschaut? Was denn für eine Uhr? Es ist 14.56 Uhr. Und wir sind gerade 1 Stunde und 41 Minuten am Stream. Beziehungsweise, wenn ich das vorherige wegdenke, sind wir vielleicht schon bei 1 Stunde ungefähr. Was wollte ich denn jetzt machen? Terra, hast du die Uhr geschaut? Oder meinst du jetzt vielleicht wegen der Tageszeit? Ich habe noch keine Uhr, die muss ich mir noch bauen. Aufnahmezeit. Zeit, du Nudel. Aufnahmezeit, ja. 1 Stunde 41. Mit Aufnahme für YouTube sind wir irgendwo bei 1 Stunde und 10 Minuten. Weil ich habe nämlich den Aufnahmeknopf später gedrückt. Ich habe nicht das Vorgeplänkel damit reingepackt. Artana. Wir werden heute mal ein bisschen länger aufnehmen. Das ist heute mal eine ganz, ganz entspannte Runde hier. So, was machen wir denn als erstes? Du hast doch bestimmt einen sehr guten Tipp, was wir als erstes machen müssen. Ich glaube, wir müssen den Destillierer das als erstes machen. Ach, Rohwarn-Säppling brauche ich ja. Das war ja das Manko, was wir hatten. Wo finde ich den? Hast du da eine Idee? Kann ich mir den irgendwie machen? Ja, das kann ich mir im Destillierer daraus machen. Da kriege ich 3 Fläschchen und ein bisschen Slime. Ein Altar bauen. Da. Das Ding brauchen wir. Wir brauchen eine Wasserpuddel. Na gut, die kriege ich auch anders voll. Das muss ich nicht so machen. Und wir brauchen das. Das ist ja leicht zu erstellen. Was habe ich denn noch so an Fläschchen? Ich habe Breath of Goodness. Ich werde mal mein Inventar kurz umräumen. Wir werden jetzt mal auf Simsalabim umsteigen. Oder Simsalagrim. Oh, das waren auch damals schöne... Das waren schöne Märchen damals. Mit Mutandis Extremis. Okay. Das ist ein Zauberspruch, ne? Das brauchen wir noch. Rohwarnwood. Aber hier brauche ich ja auch Rohwarnwood für, um den Altar zu bauen.
Oh, jetzt hat er mir hier gerade eine Seite. Moment, ich werde mal ganz kurz das nebenbei aufmachen. Start, get, so, mal sehen. Ach, das ist hier die ganz einfache Beschreibung, wie ich da was machen kann. You will some clay jars, some udantes Moonrock. Ach so, darum kann ich dann auch noch einen Kreis bilden, okay. So, Rowan-Seppling. Hier wird auch beschrieben, was ich damit machen kann. Erstmal muss ich Mutandis machen. Dafür muss ich mir ein. Ach, das war diese Geschichte, wo ich mir das ja zusammenmischen muss. Und dann muss ich die ja zusammen auf ein. Du weißt schon, auf ein Seppling geben. Und dann muss man Glück haben, ob man das bekommt. Ach, falsche Tastenkombination. Ich muss das hier machen. Alles. Was? Alles durchlesen, dann weißt du alles. Hey. Blub. Hallöchen, ihr zwei Neuen, die gerade eingeschaltet haben. Es freut mich, dass ihr hierher gefunden habt. Ich bin gerade dabei, hier rauszufinden, wie das jetzt war mit dem Mutandis. Mutandis, Mutandis. Ach ja, wo war denn das? Wie sah denn das in diesem Pack jetzt nochmal aus? Warte, das habe ich gleich. Bin ich jetzt doof? Witcherie. Es muss doch hier irgendwo sein. Da 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 da. Oha. Moment, ich gucke noch mal kurz. Total vorbereitet habe ich mich heute. Mutandis, Mutandis. Das sieht da so aus. Ach, hier, gucke mal. Das ist doch extremes. Das brauche ich nämlich dafür. Und dafür muss ich erstmal das normale Mutandis machen. Das hatten wir ja schon mal gemacht. Ich kann mich erinnern. Jetzt, wo du es mir sagst, Koyo, dann wird mir das gerade wieder klar. Da brauchten wir Asche für, da brauchten wir die Mandraken für und Tide of Rebirth. Das war ja auch nicht so allzu schwer. Ah, ich weiß, glaube ich, was ich jetzt nicht habe. Ich werde mal kurz schlafen gehen. Ich habe doch den Ad Mod Witchery würde besser sein. Okay. Ah, jetzt habe ich es auch. Ich weiß, ich kann das da oben ja auch auswählen. Wo kommst du denn her? Ist das da eine Kiste? Irgendwie steht da eine Kiste gerade. Hä? Wie kommt denn da eine Kiste hin? Das ist doch ein Witz, oder? Parachess Galactico. Na, sehr gut. Kann ich die auch abbauen? Und jetzt ist eine normale Truhe, ne? Hä? Das hatte ich ja noch nie. Dass da plötzlich dann einfach so eine Kiste auftaucht. Ich brauche auf jeden Fall einen Tannenbaum. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Wir haben aber noch kein Weihnachten. Das dauert noch ein bisschen. Hatte ich hier irgendwo einen Nadelwald in der Nähe? Ich muss, glaube ich, mal in die Eiswüste. Ja, ich muss in die. Ach nee, Momente mal! Terra, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du hast doch vor dein Haus so einen blöden Baum gepflanzt. Da kannst du den doch mal abholzen. Jetzt rutscht mir gerade mein Kopfhörer runter. Wollen wir den erstmal abholzen?
So. Ich habe mir ja extra eingepflanzt, falls mir die Setzlinge mal ausgehen sollten. Bitte, da sollen mindestens zwei rausfallen. Es ist doch wohl nicht wahr. Ach, das sind zwei. Oh, pff. Ich habe jetzt gerade schon damit gerechnet, dass es wieder nicht klappt. So, dann wollen wir das hier mal reinschmeißen und anzünden. Das war, glaube ich, der falsche. Ja, ah, stimmt. Ich habe da auch nicht mehr dran gedacht, Gojo. Ach. Jetzt habe ich natürlich gerade den größten Fehler meines Lebens gemacht. Und zwar, ich habe jetzt das einfach reingeschmissen. Heute ist nicht mein Tag. Überhaupt nicht. Devak ist nicht Voodoo, wo ich verhungern lassen wollte. Ja, du wolltest mich denn das eine Mal verhungern. Stand ich hier da und dann. Ich weiß noch, oh, damals die Zeit, ne? Wo wir alle auf dem Server waren und du da mit dem Witchery dann rumexperimentiert hast. Das fand ich schon cool. Und alle es überhaupt nicht verstanden haben, wie es funktioniert. Oh. Ich werde das jetzt mal auch probieren, ob ich damit zurechtkomme. Aber eigentlich finde ich den Mod bis jetzt. Magic Zeppling. Das war auch irgendwas. Das werden wir jetzt aber erstmal außen vor lassen. Ich habe auch wirklich keinen Tannensetzling mehr. Und ich suche eigentlich gerade nach dem Lehm. Wo habe ich denn den hingepackt? Kies und Sand. Kein Leben da. Da müssen wir noch mal oben in den Kisten gucken. Dann klettern wir die Leiter hinauf. Ach, hier, gucke, da ist ganz viel Clay. Das werde ich mir jetzt hier erstmal. Nee, Moment, das war anders. So war's. Jetzt kann ich mir die erstmal brutzeln lassen. Eigentlich wollte ich jetzt keine Kohle dafür verschwenden. Warte, dann machen wir das anders. So, dann haben wir jetzt schon mal mindestens einen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ich mir gerade den Fehler da eingeheimst habe, dass ich. Ach, gucke an, da ist ja noch einer. Das ist aber ganz schön kleiner Baum jetzt. Der hat auch nur einen einzigen Setzling verloren. Das hat ja gut geklappt. Und was ich auch noch machen werde. Ich habe die Kakteen leider noch nicht gepflanzt. Sodass ich im Moment auch kein Kaktusgrün davon kriege. Weil wir brauchen ja die Farbe Grün. Und letztes Mal hatten wir das schöne Problem, dass wir keine Farbe hatten. Da musste ich mir dann immer blau. Ja, genau. Blau und Gelb mischen, damit ich Grün kriege. So, das haben wir. Hier oben ist meine Hoe. Die hätte ich da eigentlich nehmen können, aber egal. Ach, das war echt eine schöne Zeit. Ja, da gebe ich dir echt recht. Aber es hat sich ja leider bei uns alles so ein bisschen wie soll ich sagen, verzwirbelt, verwachsen, auseinandergelebt. Ich weiß nicht genau, wie ich die Worte da zusammenfinden soll. Weil, naja, du weißt ja selber, wie es ist. Erst versteht man sich gut und dann lebt man sich so ein bisschen auseinander. Es ist halt ein Kommen und ein Gehen in der heutigen Zeit. Und wenn man dann mal ein bisschen nicht da war, dann ist man gleich schon eigentlich weg gewesen für diejenigen Leute. Aber auf dieses Thema möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter eingehen. Ah, gucke mal, das Zuckerrohr ist gewachsen. Sehr gut. Ich pflanze das jetzt auch noch als drittes. Dann können wir uns bald Bücher machen. Ist denn hier eigentlich. Wie nannte sich denn das?
Mystcraft, ist das hier drauf? Nee, ist nicht. Aber was ist das? Mystic Branch. Ich denke, ich weiß, wen du auch meinst, Herr. Ja, ich weiß, du weißt, wen du meinst. Ja, Verzeihung. Manchmal habe ich aber auch ein wirres Geplapper. Erstmal schön was trinken. Nee, Hora, ich meine genau die, die du auch meinst. Vor allen Dingen, das Tolle ist ja, das muss man ja jetzt mal so sagen, ich war jetzt ja längere Zeit nicht da und dann hat eine gewisse Person mich komplett überall rausgelöscht. Also ganz egal wo, ob Skype, ob Steam, ob hier bei Twitch oder YouTube, komplett weg. Ist einfach komplett weg. Und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber aller Freundschaft, das ist dann doch etwas sehr merkwürdig. Ja, du kennst den jemand, Koyo. Du kannst dich doch bestimmt noch an unsere Minecraft-Seasons erinnern, wo wir alle zusammen auf einer Map waren. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, also damit jetzt nicht diejenigen, die das nicht wissen, nicht wissen, wen ich meine. Weil ich möchte ja hier auch niemanden schlecht reden eigentlich. Aber das war halt so eine Angewohnheit. So, was wollte ich denn machen? Das habe ich. Jetzt bin ich wieder bei Mutandis. Ich brauche ja auch noch Netherwarzen. Habe ich noch Warzen im Keller? Ich müsste eigentlich noch Warzen im Keller haben. Dann brauche ich ein Ei, Bone Meal und Kaktusgrün. Ansonsten habe ich ja eigentlich alles zusammen. Ja, jetzt hat's Klick gemacht. Das ist gut. Und ich habe immer noch nichts daraus gewonnen. Och man, das Spiel mobbt mich. Mobbing-Spiel. Mobbing 3.0. Auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, ich pflanze mal ein paar mehr von den Bäumen. Ich finde hier eigentlich so die Tannen. Finde ich so richtig schön hier. Oh, jetzt ist da ja eine ganze Menge runtergefallen. Sehr gut. Jetzt werde ich hier mal den da hinsetzen, den da hin. Nee, das ist ein bisschen zu dicht. Packen wir den mal dahin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier mal. Dass wir hier die Birke wegmachen und dafür eine Tanne hinstellen. Muss ich mir noch überlegen. Könnt ihr mir ja mal in den Chat schreiben, wie ihr die Idee findet. So, packen wir mal hier die drei rein. Wehe, ich krieg da jetzt nichts raus. Dann werde ich aber zum wilden Tier. Ich glaube, das Spiel, das versucht es gerade zu provozieren. Im Moment lache ich noch. Das ist doch wohl nicht wahr. Nee, nee, nee. Oh, das ist doch voll die. Das ist. Oh. Das Spiel verarscht mich. Ah, okay. So, gehen wir mal ins Deck. Ins Deck. Was? Ja. Und, ich nochmal so. Ja. Ich gebe dir voll und ganz recht, was du gerade geschrieben hast. Das trifft voll und ganz zu. So, dann, ja. Wie, der Baum ist schon gewachsen. Mann, das war ja ein richtiger Turbo-Seppling.
Verzeiht mir, dass das jetzt gerade ein bisschen langweilig ist oder langatmig ist, aber ich kann da auch nichts für. Na! Jetzt komme ich da nicht mehr hin, das gibt's doch nicht. Ein Zeppling? Das hat sich ja wieder sowas von gelohnt. Dafür, dass er so schnell gewachsen ist, hat er jetzt auch sehr wenig dazu beigesteuert. Jetzt ist natürlich das Problem, dass mir so langsam die Knochen ausgehen. Ey. Ich hoffe, der bringt auch ein bisschen was. Ja, er bringt was. Hoffentlich jetzt auch Zepplings. Ja. Ist ja schön, dass das so viele sind. Ich glaube, wir sollten das jetzt hier erstmal wachsen lassen, ganz in Ruhe. Wir sollten eine Baumplantage machen. Für Witchery. Weil da brauchst du ja wirklich jeden Baumsetzling. Der hat ja, jeder Setzling hat irgendwie eine andere Eigenheit. Das heißt, wir müssten eigentlich auch noch einen Dschungelbaum holen. Und den, der hat, glaube ich, auch irgendwas. Was hat denn der? Wollen wir mal kurz gucken? Dschungel. Birkensetzling, Dschungelsäppling. Der macht schon mal Asche, das ist ja sehr schön. Da, der macht Fuel auf Fume. Was macht der Oaksetz-Zeppling nochmal? Der macht Exchange of the Horner One. Und der Birkensetzling macht Hind of Rebirth. Brauchen wir nicht sogar Hind of Rebirth? Nee, das brauchen wir nicht. Für diesen Fall. Doch, Hind of Rebirth. Was will ich denn dann mit dem? Schön, dass ich so schön fehle heute. Es ist echt nicht nervig. Oh Mann. Oh Mann, ist das heiß hier. Das ist noch ein Setzling. So, dann machen wir das jetzt erstmal dicht wieder. Birkensetzlinge habe ich hier, glaube ich, noch irgendwo rumstehen. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich möchte gerne das. So, die Mahnraken habe ich genug. Ich brauche dann noch das Kaktusgrün. Ich hoffe ja, dass er in der Zeit vielleicht ein Block mindestens wächst. Macht er aber gerade nicht. Und hier haben wir's. Breath of Goodness. Hä? Will mich das Spiel irgendwie verarschen? Ich war doch hier eben gerade auf dem. Hind of Rebirth. Das ist doof, ey. Das ist sowas von doof. Und das macht Breath of Goodness. Ich glaube, die sind irgendwie vertauscht worden. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So von diesen ganzen Icons her, aber... Ja, jetzt drücke ich da drauf und jetzt taucht plötzlich der Birkensetzling auf. Ich will's nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, ich bin dafür einfach schon ein bisschen zu durch. Nee, nee, nee. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, Spruce Zeppling und das ist wieder einer. Nee, es sind... Es ist, ja... Schade. So, ich hoffe, du machst jetzt den Setzling, ja? Ich möchte nämlich mal so langsam weiterkommen. Also irgendwo verarscht mich dieses Spiel. Heute. Ach so, hier, das Ding muss ich noch wegschmeißen, merke ich gerade.
Das muss weg. So. Weil das ist nämlich noch die Rakete, die wir ja brauchten, um wieder zurückzufliegen. Sonst hätten wir ja gar nichts geschafft. Tja, spannender wird's heute, glaube ich, nicht. Dumm-di-dumm-di-dumm.